Ja, moin, nächste Folge. Endlich ein 911er. Da haben schon einige drauf gewartet. Wir haben ja alle möglichen Fahrzeuge schon durch. Und natürlich gehört zu einer Messe, der Zu-Besuch-Serie soll ja Messeersatz sein. Und natürlich gehört zu einer Messe in Deutschland auch ein 911er. Und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass unser heutiger Gastgeber Frank sich bei uns beworben hat. Und dann einen 911er in so einer Farbe, mit so einer Innenraumfarbe, die sehr selten ist oder die nicht oft vorkommt, sagen wir mal so. Und auch in dieser Kombination war natürlich dann irgendwie ein Highlight. Und wir sind in der Nähe vom Harz. Göttingen ist unweit vom Harz. Das war auch mal ganz angenehm, Bodo und ich. Wir mussten nicht ganz so weit fahren. Stefan haben wir auch mal mitgenommen wieder. Und dann passt das, ja. Beruflich mit Autos zu tun oder? Nein, eher weniger. Ich bin im öffentlichen Dienst, sage ich mal so allgemein, und freue mich, dass das Lederzentrum heute vorbeikommt und meinen Porsche, auf den ich sehr stolz bin, weiter verbessern möchte. Ich bin gespannt, wie die Arbeit vonstatten geht. Ich habe da selber schon versucht, mit Produkten des Lederzentrums das hinzubekommen. Ja, du warst doch schon mal bei uns. Ne? Ich war bei euch, ich habe so einen Teil hingebracht, damit man auch die richtige Farbe bekommt. Aber so richtig gelungen ist mir es nicht, okay. Sodass ich deswegen jetzt auch sehr erfreut bin über professionelle Hilfe. Das geklappt hat. Ja, das kriegen wir hin auf jeden Fall. Das sind die typischen Ein- und Ausstiegsabnutzungen, die insbesondere Sportfahrzeuge haben, wo halt die B-Säule weiter hinten ist, wo die Rückenlehne im Freien hängt. Und dann rutscht man da halt immer wieder drüber, ist ja auch ein bisschen niedriger. Die Wange ist ja auch ein bisschen stärker ausgestellt. Ja. Und genau, ansonsten ist es aber in einem hervorragenden Zustand, muss man sagen. Also auch an Betracht des Alters, Fahrleistung und so weiter, ist das Leder in einem super Zustand. Auch von der Weichheit her und so. Das hab mir das natürlich schon mal angeguckt, ob wir hier was machen können. Und das kann man auf jeden Fall. Ich weiß, ein, zwei Fahrzeuge hast du noch, so was? Ja, ich bin so etwas dem Oldtimer-Wahnsinn verfallen und das fing irgendwann mal an mit einer Vespa, die ich gekauft habe. Und jetzt mittlerweile habe ich so eine kleine Bandbreite, möchte ich fast sagen, von Fahrzeugen. Das fängt an mit einer Piaggio Ciao, erste Serie. Das war mein erstes Fahrzeug, was ich von meinen Eltern mit 15 Jahren geschenkt bekommen habe. Dann habe ich eine PX 200. Ach, die hast du schon so lange? Nein, nein, leider nicht so lange. Ich habe das nachträglich wieder gekauft und dann restauriert. Ja. Ich würde mal sagen, damals war ich jung und brauchte das Geld. Ja, deswegen ist leider das Fahrzeug wieder weggegangen. Ja, das haben wir ja schon oft gesagt. Wenn wir alle Fahrzeuge, die wir so unser Leben lang mal gekauft haben, nicht wieder verkauft hätten müssen. Ne? Na, dann dachte ich, ich brauche irgendwann mal einen Traktor. Dann habe ich einen Deutz, Baujahr 1955, in Hessen gekauft und den also restauriert und restaurieren lassen. Es geht dann weiter über auch ein meiner Lieblingsautos. Ich habe einen Fiat 500 und dann eine große Heckflosse, Mercedes-Benz 220 SB. Dann habe ich noch auch einen ganz tollen Zustand, sehr guten Zustand, super innen Zustand, drinne, komplett neu gemacht. Ja, wir zeigen mal so ein paar Bilder, werden wir zeigen, ne, Bodo? Das war da so, also siehst du auch wirklich. Also mit der hätte man sich auch bewerben können, hat leider kein Leder. Kein Leder. Ne? Das möchte ich auch nicht, dass ihr da eure Ledersachen drauf macht. Ne? Nein, naja, Stoff, gut, man kann, Armaturenbrett ist natürlich Leder. Ja, also so ganz Kunstleder. Kann man das nicht. Genau, ist ein Kunstleder drauf und Türverkleidung ist auch Kunstleder. So ganz kann man sich dem Material auch bei einer, also gerade bei Fahrzeugen in dem Alter, kann man sich da nicht ganz von entziehen. Ja, ich habe dann noch einen VW-Bus behalten, Baujahr 1989. Wir haben drei Kinder. Das war unser Familienauto, das haben wir bis 200.000 Kilometer gefahren und dann eben stillgelegt. Das ist ein T3 dann, ne? Ein T3 Multivan Magnum mit 70 PS Turbodiesel. Dann habe ich irgendwann auf Wunsch der Kinder einen Triumph TR6 mal angeschafft. Den wollten die Jungs unbedingt haben und haben den auch genossen. Ja. Und das ist eben dann so mein Highlight gewesen. Der Wagen ist bei mir jetzt in dritter Hand. Er ist 1988 gebaut worden und ist direkt in die Schweiz ausgeliefert worden. Mhm. Ist dann bei dem Erstbesitzer in Zürich gelaufen. Dann hat ihn der Erstbesitzer verkauft, so einen älteren Herrn. Und ich habe ihn dann
in der Nähe von Karlsruhe von einem Autohändler gekauft. Ja. Der Autohändler war etwas verzweifelt mit dem Fahrzeug, weil die meisten Porsche haben innen drin schwarzes Leder oder schwarze Innenausstattung. Die Innenausstattung hier heißt Leinen, ist sehr hell, nicht so ganz so häufig. Und die Käufer wollten den Wagen eben nicht haben. Und er war schon kurz davor, dass er die Innenausstattung entfernt und in schwarz macht. Und dann habe ich ihn aber da unten gefunden und halt auch gekauft. Ja. Und du hast nach dem G-Modell Ausschau gehalten? Ja, das G-Modell war. Nein, das G-Modell ist für mich eigentlich das schönste Porsche-Modell. So die anderen, die älteren Porsche-Modelle gefallen mir nicht so gut, sind auch vom Preis her abgehoben. Das lässt sich nicht finanziell darstellen. Mhm. Das ist also ein sehr günstiges Fahrzeug, immer auch noch für Porsche relativ günstig, ja, wenn man sich das anguckt. Ja. Und ich habe mich halt in diesen Wagentyp halt verliebt. Das ein 3,2 Liter Boxermotor, er hat schon einen Katalysator. Schweizer Auslieferung, sagte ich schon, der war in der Schweiz, also müssen die jedes Jahr da zu einer Untersuchung auf die Abgaswerte stimmen und ähnliches. Und dann habe ich ihn noch weiter verbessert. Also die Lackierung ist bis auf die Heckklappe und einen Kotflügel, der verkratzt worden sind. Und die Front ist völlig original. Die Front habe ich nachspritzen lassen, aber der Rest ist absolut original. Von der Lackierung her, und das ist natürlich ein Wort für ein Fahrzeug. Rot ist ein bisschen empfindlich, man muss es pflegen, sonst wird es stumpf. Ja, genau. Und da bist du dann bei Petzold, ne? Ja, ja, sagst Petzold, du, ja, das ist das da, mit da das Beste. Da guckst du dich um, genau. Nochmal sagen, also schöne Grüße an Christian, das ist halt der Mann, der die Autopflege nach Deutschland geholt hat vor vielen, vielen Jahren. Und in Amerika wäre er eine Legende, weil da kann man auch als lebende Person eine Legende werden, das muss man so sagen, ja, genau. Und es ist schön, dass das dann jemand, der mehrere Fahrzeuge hat und sich auch ein bisschen drum kümmert, da hingeht, ja. Und wie du dich drum kümmerst, würde ich gerne mal am Motor zeigen, weil das ist natürlich... ist ein Highlight. Wir warten mal auf Bodo, dass er mit der Kamera hinterherkommt und dann. Ich mach das schon mal auf. Ja. Ja. Genau. Da sieht man eben. Das ist wirklich amtlich, ne? Ja, da sieht man eben auch die Originalität. Hier sind also auch noch die originalen Aufkleber da, also nicht nachgemachte. Hier ist eben auch noch der Schweiz-Aufkleber drauf. Ich habe dann also auch noch im Internet gefunden, hier solche anderen Aufkleber. Ne, das Lüfterrad ist ausgebaut worden, ist gesandstrahlt worden und dann mit einer Farbe, die eigentlich dem Original nahe kommt, gespritzt und dann nochmal lackiert. Sonst werden die ganz schnell dreckig und das hat mich also sehr gestört. Ja. Deswegen habe ich das eben so machen lassen. Ne? Okay, ja, das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Also, ja, oder nie drüber nachgedacht. Aber okay, das erklärt dann, warum das nach wie vor, weil du fährst das Auto ja auch. Ja, ja, ne? Klar fährt er. Ja, nicht viel, also so im Jahr 1 bis 2 Tankfüllungen und hat jetzt, glaube ich, so knapp 160.000 gelaufen. Also die Motoren gelten wohl als sehr langlebig, gerade auch bei dem G-Modell. Und schwer arbeiten muss er bei mir nicht. Also, dass ich ihn jetzt quäle. Nein, ich weiß nicht, das macht man irgendwann ja auch nicht mehr mit so einem Auto. Also das ist ja, dass man dann irgendwie 300 Kilometer, keine Ahnung, dass man dann irgendwie zum Friesenstift fährt, wo man 200 Kilometer unbegrenzt fahren kann und dann fährt man 200 Kilometer Anschlag. Das macht man mit so einem Auto ja nicht. Wichtig ist also bei den Porsche-Modellen, und da sind 13 Liter Öl drin. Ja. Die müssen langsam warm gefahren werden. Und das ist nichts Schädlicheres, als wenn man den jetzt nimmt und in die Stadt reinfährt und dann vielleicht auch, wenn er nicht warm ist, in der Landstraße mal auf der Landstraße ausfährt. Das ist für die Motoren ganz, ganz, ganz schlimm. Okay, also da sollte man sich Zeit nehmen. Ja. Muss warm gefahren werden. Ist war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, das ist so ein Mercedes-Ding. Nee. Aber scheint dann bei Porsche auch so zu sein. Ja. Ölwechselintervall. Amerikanische Autos sind immer relativ schnell warm, komischerweise. Ja, aber das ist eben zu viel. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Also sind 13 Liter und das Wechselintervall sind 10 Liter. Das bleibt für den Ölkühler, bleibt immer vorne noch etwas stehen. Und was man immer nicht rauskriegt, aber das muss halt warm gefahren werden. Und man muss an der Seite sitzen, Thermostat. Das muss sich auch öffnen. Und wenn man den Wagen in der Kurzstrecke fährt, dann öffnet sich dieses Thermostat nicht. Ja. Und das kann dann festrosten.
Und dann hat man immense Probleme, weil man das dann rauskriegen muss. Und Porsche, die Teile sind nicht billig. Man braucht dann halt eben neue Leitungen nach vorne, weil die abreißen vom Thermostat. Und ja, dann ist man doch, sage ich mal, in einem großen finanziellen Bereich halt, ne? Okay, gut. Ja, vielen Dank erstmal für den Einstieg. Ich habe zu danken. Entre. Und dann werden wir uns mal im Innenraum gleich wiedersehen und gucken mal, machen mal eine Bestandsaufnahme. Dankeschön. Jetzt im Innenraum, einmal Bestandsaufnahme. Also wie gesagt, in einem wirklich guten Zustand, alles ganz weich. Ich meine, das Auto ist von 88, ist ja auch noch nicht so alt, aber nichtsdestotrotz habe ich das auch schon anders gesehen. Gerade bei so sportlichen Fahrzeugen wie so ein 911er ist das eben so, wie gesagt, B-Säule ist ziemlich weit hinten, dann hängt immer die Rückenlehne so frei und dann rutscht man hier immer gerne rüber. Deshalb gibt es hier auch ein bisschen Farbabrieb, ein bisschen textile Verfärbung gibt es hier. Da muss ich mal gucken, ob das textile Verfärbung ist oder Farbabrieb. Das werden wir aber sehen, wenn wir es reinigen. Ich werde es auf jeden Fall mit einer Bürste reinigen, Lederreiniger mild oder stark. Mal gucken und dann textile Verfärbung werden wir mal sehen, ob wir die... Also ich fange mit mild mal an und einer Bürste aber und werde dann vielleicht auf Reiniger stark wechseln. Das sehen wir dann. Und dann werden wir die Farbfehlstellen mit Leder fresh nachfärben. Also wir werden hier keine komplette Einfärbung machen, sondern wir wollen das ja, das Auto ist original überall und alles, was man macht, sollte man in Maßen machen, das nicht übertreiben, damit das eben auch diese Originalität weiterhin behält. Ne? Natürlich Dinge, die beschädigt sind, so wie der Farbabrieb hier, die auch dann vielleicht zu Langzeitschäden führen, um die muss man sich kümmern, finde ich. Aber man sollte es nicht übertreiben. Also natürlich Geschmackssache. Manche wollen dann das komplett auf neu drehen, aber das ist nicht der Wunsch von Frank, sondern das soll gut gepflegt aussehen und das kriegen wir auch gleich wieder hin. Genau. Und dann vom Alter her Elephant denkbar, aber noch nicht notwendig. Also vom Griff her super, Protektor wäre das Richtige und Lederversiegelung, dass ich hier, dass man am nächsten Tag Lederversiegelung auftragen kann. Lederversiegelung, weil es eben so ein helles Interieur ist. Ne? Seltene Farbe haben wir gesagt, Leinen, also gibt es nicht ganz so oft. Wir haben aber, das habe ich extra nachgeguckt, wir haben Muster da von Leinen. Also wenn jemand jetzt zuguckt und sagt, er hat auch Leinen, er braucht Farbe, fresh, kein Problem, kann man bestellen. Wir haben das Originalmuster von Porsche da und können das einmal anfertigen. Wobei man wissen sollte oder muss, dass natürlich, wenn wir das nach dem Muster anfertigen, immer das Thema ist, dass es Chargenunterschiede gibt und das Muster ist bei uns im Archiv vor Sonne und perfekte Temperatur gelagert. Das Auto hat ja ein Leben hinter sich, ist draußen und gerade bei hellen Farben kann es sein, dass das Muster und das Original voneinander abweicht. Also alternativ kann man, und das zeige ich gleich nochmal bei so einem Fahrzeug, sehr, sehr einfach den Notsitz hinten rausnehmen und schickt den zu uns und dann können wir danach ein Muster anfertigen, genau. Also ich zeige einmal, wie man hinten den Notsitz rausnimmt und dann gehe ich über zum Reinigen. Hört er gleich, seht er mich gleich arbeiten und hört meine Stimme aus. Ja, und wie immer, Lederreiniger mild, Bürste, in dem Fall die schwarze große. Fangen wir an, alles zu reinigen. Also einmal Teilflächen vornehmen mit dem Lederreiniger mild auf die Bürste und dann auf die Teilfläche rauf. Reinigen, gelösten Schmutz. Und Reiniger mit einem Mikrofasertuch oder einem Baumwolltuch wieder abnehmen. Und ja, hier haben wir gesagt, wir machen mal wieder ein 50-50. Mal gucken, wie schmutzig unser Sitz wirklich ist. Weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht wirklich schmutzig ist. Und wie man da sieht, ist er auch nicht super, super schmutzig. Man sieht einen ganz leichten Schatten, aber ist nicht der Rede wert. Und von daher schnell weitermachen. Frank hat hier wirklich sich immer gut gekümmert um das Fahrzeug und hat da schon einen guten Zustand uns gegeben. Es geht ja auch überwiegend darum, dass da ein bisschen Farbabrieb ist und deshalb klebe ich erstmal alles ab. Hier die Wederfolie, die man auch von uns bekommt, die ist eben lösemittelresistent unter anderem und farbdicht und die ist sehr anschmiegsam. Das ist eine schöne Geschichte, kriegt man gut so über ein Armaturenbrett rübergelegt oder auch über einen Schweller ganz gut rübergelegt, dass man da
sicher ist, dass da nichts hinkommt. Und dann habe ich die mitgebrachte Farbe einmal getestet, Porsche Leinen. Und die Rezeptur, die bei uns ist, oder das Muster, nachdem ich das angefertigt habe, das ist doch eine ganze Ecke dunkler. Also das Leder ist ganz gewaltig ausgeblichen, über die Jahre heller geworden. Man hat das so ein bisschen gesehen, wenn man links und rechts dann so, also Richtung Schatten gegangen ist, ist es dann schon dunkler geworden, hat dann die Farbe besser gepasst nach unten hin. Aber jetzt braucht man natürlich eine Farbe, die zum Gesamtbild passt. Man kann hinten halt die Rückenlehne, ja, also die Sitzfläche rausnehmen, die ist bei dem G-Modell verklebt, bei anderen Fahrzeugen ist es oftmals mit Klettverschluss schon, die einmal rausnehmen, die kann man wieder reinkleben, zu uns schicken, dann können wir danach das Muster, also die Farbe anfertigen, das ist dann manchmal vielleicht sinnvoller, genau. Und ja, viele dünne Schichten, zwischendurch Trockenföhn, auch zwischendurch nochmal schleifen, das ist auf jeden Fall sinnvoll, damit man eben schöne, saubere Übergänge kriegt. Und dass das sich gut anfühlt und auch die Prägung wieder rauskommt. Auch mal zwischendurch das Leder walken, also eine Massage geben, damit also die Prägung wieder rauskommt. Und weniger ist auf jeden Fall mehr. Ich arbeite hier mit einer Ritsch, R-I-C-H heißt der Hersteller, AB300 das Modell. Mit einer 0,3er Düse, 1 Bar Druck, das ist das Schöne bei dieser Airbrush Pistole. Dass die mit so einem geringen Druck arbeiten kann, weil dann kann man gut im Fahrzeug arbeiten und nebelt nicht zu sehr. So, Topcoat. Eher tendenziell matt eingestellt. Also ich nehme hier Topcoat Automöbel und 2% Vernetzer, das reicht. Und nicht zu vergessen natürlich nochmal das Lenkrad reinigen und die Versiegelung. Ja, so 100 Milliliter Farbe später. Ja. Ne? Nein, also sehr guter Zustand. Aber hier war eben das, was oft passiert, gerade bei so Farbtönen wie das hier. Wie gesagt, ich hatte Farbe mitgenommen, hatten wir angefertigt. Burim hatte die gemischt nach dem Muster, was wir bei uns hatten, Leinen. Und das war zu beige. Und die Farbe hat sich eben über die Jahre dann doch ein bisschen verändert. Die war sicherlich mal etwas satter, so beiger, aber das ist sie eben heute nicht mehr. Auch eigentlich ziemlich flächig nicht mehr. Und deshalb habe ich ein bisschen nachmischen müssen und den Farbton anpassen. Aber dann so nach dem zweiten, dritten Mal testen, ja, also hat es gepasst. Und dann konnten wir auch loslegen, genau. Und ich habe also jetzt Fresh verwendet. Ich habe zwar gesprüht, aber ich habe Fresh verwendet. Und ich habe auf das Fresh Topcoat drauf gemacht, damit das möglichst lange hält, Lenkrad noch sauber gemacht, Armaturenbrett ein bisschen sauber gemacht, Türpappen haben uns natürlich auch gekümmert, hinten drum gekümmert. Und dann haben wir Lederprotektor drauf gemacht und man kann jetzt in 2-3 Tagen Versiegelung drauf machen, damit man keine Anfärbung bekommt. Aber das ist in dem Package, was ich dir gegeben habe, ist das mit drin. Wunderbar. Und wir können da sonst noch mal auch telefonieren. Aber jetzt ist ja für die Zuschauer auch interessant. Wir machen zwar immer Vorher-Nachher-Bilder, aber auf dem Bild kommt das ja immer ganz anders. Abnahme. Also ich bin hellauf begeistert und möchte ganz, ganz herzlichen Dank dafür sagen, wie schön ihr das alles hinbekommen habt und mit welcher Mühe und Sorgfalt ihr hier gearbeitet habt. Ich bin baff darüber, wie diese Sitze wieder geworden sind. Ich hätte mir das nicht träumen lassen, dass das so toll wird und dass das so ein tolles Gesamtbild gibt. Es ist also nicht das Leder zugekleistert worden, sondern die Struktur des Leders ist als Leder erkennbar, aber es ist in einem tadellosen, fabelhaften Zustand und ich bin da also ganz glücklich drüber und ganz herzlichen Dank euch für die viele Arbeit, die ihr heute geleistet habt, ne? Und ihr habt mich glücklich gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. War gar nicht so hart. Also wir sind ja sehr gut verpflegt worden. Wir haben hier Thüringer Mettbrötchen bekommen. Vielen Dank dafür, auch an deine Frau, dass sie das alles organisiert hat. Und dann hast du auch eine super hübsche, also war einfach auch für uns ein super interessanter Tag, weil du hast so ein paar lustige Schilder da hängen auch. Ja. Und ja, waren super nette Gespräche. Und hoffe, dass wir uns auf einer Messe bald wiedersehen, dass wir ein bisschen plaudern können. Und mit Sicherheit werden wir uns wiedersehen. Und ich kann nur sagen, Gott sei Dank und so schön hätte ich das mir nie erwartet, dass das so toll wird und dass das von der Struktur her, es ist eine deutliche Aufwertung des Wertes des Fahrzeuges. Okay, gut, dann sind wir jetzt raus, bevor ich so rot werde wie das Auto bei so viel Lob. Das halte ich fast gar nicht aus. Vielen Dank. Hat super viel Spaß gemacht und
Nicht verpassen, nächsten Freitag die nächste Folge.